Hallo und herzlich willkommen beim PES 13, 28. Spieltag. Ich bin fast fertig. Und zwar, ich habe eine Neuigkeit, und zwar habe ich eine neue Grafikkarte. Das heißt, ich habe gleich alles auf voll gestellt und wir werden jetzt weniger Frame-Einbrüche haben und es sieht einfach alles viel besser aus und viel flüssiger. So, ich werde gleich die Zeit vorstellen. Jo, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Wie ich sehe. HSV. Ja, konsequent 60 Frames. Sehr gut. Zack. Ja, lass mal so. Ach, Fritz wollte ich rausnehmen. Ach, egal. Herzlich willkommen, ja. Ich bin Wolf Fuß, ebenfalls anwesend ist Hansi Küpper. Danke Wolf, also von diesen beiden Mannschaften können wir uns eine Menge erwarten. Das DFB-Pokal-Halbfinalspiel gegen Bayern im Elfmeterschießen gewonnen, sehr, sehr, sehr glücklich. Und jetzt möchte ich natürlich da gleich weitermachen, wie ich aufgehört habe, aber gegen HSV müsste eigentlich ganz normal sitzen alles. Oh, knapp. Das kann man sich doch angucken. Jetzt kann ich endlich die Replays auch ein bisschen laufen lassen, weil es jetzt flüssiger läuft. Endlich mal. Jo, nach PES fange ich dann an, Assassin's Creed 3 zu spielen. Da freue ich mich auch schon drauf, weil ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es mir extra für Computer aufgehoben, weil ich es unbedingt let's playen wollte. Das wird auch ein bisschen länger dauern. Ein bisschen länger als PES auf alle Fälle. So. Da oben ist De Bruyne. Ach, der war scheiße. So. Hälfte sind jetzt 15 Minuten vorbei. Boah. Jawohl. Der Spielstand jetzt 1:0. Sehr cool. Also Kompliment gegen. Das kann ich endlich alles anlassen. Kann keiner was auslegen. Das ist Kombinationsfußball vom Allerfeinsten. Sie harmonieren, sie bringen die Pässe an den Mann. Sehr gut. Und sie machen den Ball rein. Und schwupp, ja, jetzt nochmal. Törchen. Ja, Spox. Immer noch in meinem neuen Weserstadion. Der sieht wirklich geil aus, muss ich jetzt sagen. Oh, Kung Fu Fighting. Wieder Kung Fu Fighting, aber. Ja. Keiner will den Ball, also wo liegt mir? Jetzt hat er die Chance. Jetzt nach unten. Nutzt er die Chance. Oh. Hervorragend. Schade. Er kommt in Bedrängnis zum Abschluss, das ist eigentlich stark, aber der Ball ist nicht drin. So. Er schlägt ihn rein. So. Nee, doch nicht. Fritz. Den wollte ich eigentlich gar nicht mitspielen lassen. Markus Berg. Freistoß. Gelber. Diese Karte überrascht mich nicht. Ja. Spielt der Ball nun wirklich gar keine Rolle, also da darf er sich nicht beschweren. Naja. Kann ich verkraften. Markus Berg. Probiert's! Da spielen sie die Abwehr eckig, aber sie krönen das Ganze nicht. Schöne Aktion. Wie komme ich durch die Mitte? Vielleicht so. Mal mit einem Doppelpass. Das haben sie gut gemacht, auch wenn sie nicht das Tor treffen. Ja, am Wochenende wieder Werder verloren. Zu Hause gegen Augsburg. Und das war schon ziemlich bitter, muss ich sagen. Also gegen Augsburg muss man nicht unbedingt verlieren, schon gar nicht zu Hause. Da kommt die Reingabe. Mal sehen, was da. Oh. Jetzt aber. Scheiße. Mal sehen, was da passiert. Klasse Abschluss. Jetzt kommt der nötige Ausgleich. Also pari pari, alles. Ob sie nun Trainer entlassen, aber scharf entlassen sie, glaube ich nicht. Glaube ich nicht dran. Ja, Freunde, das war eng, aber er hat ihn gemacht. Ja, mal sehen. Vielleicht mal was Neues probieren mit etwas jüngeren Spielern oder so. Welche aus der zweiten Mannschaft.
Man kann ja ein bisschen probieren. Der Dinge. Und ich bin schon gespannt, wie meiner Meinung nach, wenn sie sich erstmal auf diese neue Situation eingestellt haben, reagieren werden. So. Nee, so wird das nichts. Armin Bacinovic. Jetzt sind sie im Ballbesitz. So. Armin Bacinovic. Ja, und ich konnte natürlich Assassin's Creed 3 mit meiner alten Grafikkarte nicht let's playen, weil es sicherlich, ich habe es nicht ausprobiert, sicherlich nicht funktioniert. Oh, mit meiner alten. In der Situation braucht er einfach zu lang. Ja, definitiv. Das ist ja eine Konterchance und sie müssen es einfach schneller lösen. Jetzt muss ich mir hier langsam mal konzentrieren wieder. So, oh, lässt er mir. Jetzt probiert es. Scheiße. Der Ball ist weg, die Abwehr steht. Zack. Oh. Das dürfte Einwurf geben. So. Der Pfiff des Schiedsrichters und jetzt ist Pause. Halbzeit. Also mit einer Führung in die Halbzeit zu gehen, macht ja schon Spaß. So, gleich mal. Hätten sie gerne mitgenommen, allerdings der Ausgleich, der war auswechseln. Das Spiel ist wieder offen, hier ist alles möglich. Und Arnautovic schön treu. So. Halbzeit starten. Der Anpfiff eröffnet diese zweite Hälfte. Gleich hier Druck machen, aber anscheinend klappt das nicht so wirklich, wie das will. Das war doch wirklich dein gutes so. Oh Gott. Da ist er dran. Ach na, das war doch nicht. Boah. Castro. So. Saubere Annahme. De Bruyne. Ambrosini. Badelli. Gutes Defensivverhalten. Castro. Castro. So. Da ist die Möglichkeit. Oh, knapp. Und der Torwart schaut den Ball mit größter Erleichterung. Ach, schade. Hätte er nie und nimmer bekommen. So. Und weg ist der Ball. Drogba. Weg ist der Ball. Da hat De Bruyne. Jetzt mal jetzt hier. Jetzt muss ich ihn aber machen. Jetzt der Schuss. Oh. Ja, ja. Gerettet. Nicht gut. Jetzt. Jetzt nochmal. Und er bringt ihn rein. Ah, schade. Da hat er verpasst, nur ein Schleifchen dran zu bitten. Der Verteidiger klärt schade. An ihm und er kommt trotzdem zum Schuss. So. Und jetzt Ambrosini. Und zack. Milic wieder. Wie im Actionfilm. Rechtzeitig den Ball. Krankt er sich den Ball. Muss er eigentlich gar nicht. Ja, aber wenn keiner nach vorne ist. Jetzt vielleicht mal. Er trifft ihn. Oh. Schöne Chance, aber vertan. Es wäre so wichtig, jetzt hier den Anschlusstreffer zu machen. Dann wäre man wieder im Spiel, aber er lässt diese Chance liegen. Komm mal her. So. Sokrates. Gebre Selassie. Balloy. Die Tür ist offen. Oh. Das spielt hier keine Rolle. Deshalb Freistoß. Und komm, das war eine Notbremse. Die Emotionen schäumen über der Schiedsrichter. Oh, geil. Jetzt seine Liebe Not. Da hat er mir aber auch voll mit den Augen. Oh, wird das direkt versuchen oder über Umwege? Ja. Keine Ahnung. Er bringt die Flanke. Ja. Oh. Scheiße, ich hab Flanke gedrückt. Mist. So war ich noch voll wieder auf FIFA fixiert. Castro. Oh, scheiße, das war eine gute Chance. Jetzt kann er doch mal draufhalten. Nee. Aber Roggi kann nicht mal. Im Moment haben sie ein Unentschieden. Oh, ist ja gleich vorbei. Szene sieht, der wird scheiße, Bayern. Es hätte mehr sein können. Kein Unentschieden hier. Noch ein Sieg.
Einen Sieg schnell holen. Uah. Zack. Och ja. Oh, richtig Derby-Stimmung hier. Ist ja richtig cool. Das ist ja mal richtig cool. Er flankt. Das habe ich ja im Pass noch. Der Ball ist im Netz. Scheiße. Wenn man das hier so sieht, dann kann man nur zu dem Schluss kommen. Das wird noch heiter. Und jetzt können wir drüber diskutieren. Oh, 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 oh. War's gut gemacht oder war es einfach schlecht verteidigt? Da haben Sie die Situation richtig erkannt. Das Anspiel kommt an. Der Abschluss stimmt sowieso. Ein schöner Mist, 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 fängt er gut an. Das sind Comeback-Qualitäten. Jetzt müssen Sie das Ding nach Hause bringen. Nee. Da ist das Tor, da ist die Führung. Ist das auch die Entscheidung? Fragezeichen. Nein. Doch nicht. Drogba. Arnautovic. Da oben läuft Dunusovic. Oh. So wird das nix. Elfmeter. Ach, Scheiße. Das ist natürlich nicht gut, wenn ich Meister werden will. In den entscheidenden Momenten hat einfach das gut. 28. Spieltag. Augsburg, Mönchengladbach 0-0. Wolfsburg, Mainz 1-1. Hoffenheim, Nürnberg 0-1. Borussia Dortmund, Fortuna Düsseldorf 2-0. VfB Stuttgart, Kräuter Fürth 3-1. Bayer Leverkusen, Bayern München 0-2. Freiburg, Eintracht Frankfurt 0-2. Und Hannover, Schalke 0-1. Ja, Dritter, weil ich verloren habe. Mist. Richtig, richtig, richtig Mist. Aber ist ja noch ganz schön was offen. Ich lasse gleich mal durchlaufen für die nächste Folge. So. Gegen Nürnberg. Scout-Bericht. Aha. Alles klar. Okay, das war der 28. Spieltag. Ihr wart bei Cyber Games Tube und ich hoffe, ihr seid beim 29. Spieltag gegen Nürnberg wieder mit dabei. Haut rein!